Wir sind in der Sächsischen Schweiz und ich möchte euch mitnehmen, diese tolle Landschaft mit ihren beeindruckenden Felsformationen festzuhalten. Lasst uns schauen, was wir an den verschiedenen Spots fotografisch machen können. Die Bedingungen sind nicht immer optimal, aber trotzdem mache ich mich heute auf den Weg, um zu fotografieren. Mit etwas Kreativität lässt sich auch dieses Wetter gut in Szene setzen. Wichtig sind mir bei meinen Fototouren lichtstarke Objektive, mit denen ich auch bei schlechten Lichtverhältnissen noch gut und ohne Stativ fotografieren kann. Für heute habe ich das Sigma 24-70 und das 14-24mm dabei, sodass ich für alle Eventualitäten gerüstet bin. Mir ist wichtig, dass die Objektive wetterfest sind, denn hin und wieder wird auch mal im Regen fotografiert. Durch ein schönes Bouquet lassen sich Motive sehr gut freistellen, was dem Bild zusätzlich mehr Tiefe verleiht. Auch ein Abstecher in das nahegelegene Rensko in Tschechien lohnt sich. Das alte Gaswerk versprüht seinen mythischen Charme gerade zu dieser Zeit, inmitten der Felsen und herbstlichen Bäume. Unscharfe Vordergründe baue ich sehr gerne in meine Bilder ein. Grashalme, Sträucher oder Blätter, die nah vor dem Objektiv positioniert oder gehalten werden, verleihen dem Bild so mehr Tiefe und Dynamik. Spannung im Bild erzeuge ich mit Kontrasten, Farben oder auch Größenunterschieden. Bei meinem Bildaufbau orientiere ich mich oft an der Drittelregel, was das gesamte Bild für den Betrachter ein Stück weit gefälliger macht. Dabei achte ich auf natürliche Leading Lines, die ich als Führungslinien im Bild platziere. Ich achte auf ein aufgeräumtes Setting. Unerwünschte oder störende Elemente im Bild versuche ich schon im Vorfeld zu reduzieren. Dabei hilft mir eine entsprechende Positionierung der Kamera. Mal von einem höheren Standpunkt, mal bodennah. Vom Pfaffenstein aus haben wir einen wunderschönen Blick über die Landschaft. An solchen Tagen sind auf fast jedem Fels Kletterer zu bestaunen. Zum Sonnenuntergang versuchen wir unser Glück noch einmal an der Bastei. Gerade vom Ferdinandstein aus sollte die Stimmung noch recht gut passen.